Hallo, hallo, herzlich willkommen. Kommt rein hier in unsere Business-WG. Heute gibt es mal eine ausführliche Roomtour. Die Leute aus der Serie vom Kia zum Supercar haben schon ein paar Einblicke bekommen. Aber jetzt gibt es, wie gesagt, eine ausführliche Roomtour, wo ich alle Räume, unseren Arbeitsplatz und so weiter zeigen, hier in unserer Business-WG. Wir sind nämlich vor einem Jahr ungefähr ausgewandert und bauen seitdem unser Business hier im Ausland auf. Und ich würde sagen, wir legen hier direkt los. Wir sind gerade im Flur. Was ich feiere an dieser Wohnung, hier ist halt alles so zentral. Also es gibt diesen Flur und vom Flur kann man jedes Zimmer betreten. So, und was die Side-Facts wie Quadratmeter, Miete und so weiter angeht, das sagen wir euch am Ende des Videos. Also schön dranbleiben. Ich würde sagen, wir fangen bei den unwichtigsten Räumen an, weil das geht schnell. Hier unser Bad. Gibt eigentlich nicht besonders viel zu sagen. Badewanne hier, Waschmaschine mussten wir kaufen, das war nicht hier. Die ganze Wohnung war eigentlich nicht möbliert. Das Einzige, was halt hier schon war, war dann das Bad und die Küche. Couch, Tische, das alles mussten wir halt kaufen. Auch diesen Wäscheständer hier, Kleiderständer. Aber gut, wie gesagt, was ein bisschen abfuckt, muss ich sagen. Wir haben hier die Toilette separat vom Bad und auch nur eine Toilette. Das ist wirklich ein bisschen Abfuck, weil wir müssen immer aufeinander warten und so. Und das ist schon nicht so geil. Auch beim Duschen. Wir hatten in unserer vorherigen Wohnung 2 Bäder, 2 Toiletten und das war viel angenehmer. Genau. Aber es könnte schlimmer sein. Wir wollen uns nicht beschweren in unserem Alter. Wir sind absolut dankbar für das, was wir haben. Auf jeden Fall. So, jetzt kommen wir vom Flur in mein Zimmer. So, auch nicht allzu spektakulär. Ich habe hier einen Kleiderständer, da hängen meine Sachen, da sind meine Boxsachen. Wir versuchen mehrmals die Woche zum Boxen zu gehen. Dann haben wir so einen Stauschrank, da ist die Hälfte von Max drin, Hälfte von mir. Nachtschrank, da ist eigentlich liegt hier immer ein Buch drauf, aber das Buch ist jetzt schon in der Tasche, weil wir gleich verreisen nach Marbella. Teppich, Bett, kleine Heizung, View, das war's. Also wir sind halt gerade mehr oder weniger sehr viel unterwegs und es lohnt sich einfach nicht, Wohnungen jetzt krass einzurichten, da Geld in die Hand zu nehmen, weil wir halt alle paar Monate umziehen und das dann halt immer alles mitzunehmen, ist halt kompletter Abfuck. Deswegen steht hier irgend so ein billiges Ikea-Bett für 150 Euro, reicht aber, erfüllt seinen Zweck. Was ich aber sagen muss, was an der Wohnung richtig, richtig geil ist, das habe ich noch nie gesehen, ist das hier. Das ist quasi eine Lüftung, die kann man hier an, beziehungsweise aus und aufmachen und da kommt dann Luft raus, auch wenn das Fenster zu ist. So, und was natürlich ganz wichtig ist, wir haben hier auch Jalousien, damit wir immer schön in Dunkelheit schlafen können. Versucht euer Zimmer beim Schlafen immer so dunkel wie möglich zu halten. Jetzt geht's weiter. Direkt nebenan, hinter dieser Tür, verbirgt sich Max sein Zimmer. Genau, hier genauso simpel eingerichtet, Kleiderständer, ein Teppich, hier Wäsche aufhängen, da Bett, das war's. Mehr braucht man noch eigentlich nicht. Wir sind hier nur nachts so und dann, man muss nur schlafen hier. Aber das Wichtigste kommt gleich, das Wohnzimmer, da wo wir die ganze Zeit verbringen. Genau, also wie ihr seht auch, in den Zimmern ist alles gleich. Gleiches Bett, gleiche Matratze, gleicher Teppich, gleicher Nachtschrank. Das, wir haben einfach alles im Warenkorb getan, zweimal genommen, fertig. So, und jetzt hier in diesem Raum passiert die ganze Magie. Komm mit. Also, erstmal fangen wir hier rechts an. Hier haben wir einfach unseren Schrank. Hier haben wir ein paar Düfte, zeig die mal, vielleicht interessiert es ein paar Leute, was wir hier so für Düfte haben. Uomo, wie heißt das nochmal? Invictus? Invictus, ja, genau. Dann Boss, Jaguar und Prada, das ist mein Lieblingsparfüm. Das ist geil. Und Yves Saint Laurent. Y oder wie heißt das andere, dieses hellblaue, durchsichtige? Y, Y, keine Ahnung. Genau. Das haben wir auch, aber das ist schon in der Tasche. Ja, das ist auch geil. So, dann haben wir hier eine Couch. Das ist ein Gamechanger. Wir hatten viele Wohnungen, wo wir uns nicht so richtig zu Hause drin gefühlt haben. Und seitdem hier eine Couch ist, fühlen wir uns in dieser Wohnung ehrlich richtig zu Hause. Aber so, auf der Couch darf nicht gearbeitet werden. Deswegen kommen wir jetzt zu dem Wichtigsten, die Arbeitsplätze. Genau. Hier links ist meiner. Hier arbeite ich aus. Ikea-Stuhl, nichts Besonderes. Sehr gemütlich. Kann man auch drauf sitzen, arbeiten. Dann haben wir hier die Tastatur. Ich erkläre euch mal ein bisschen was zum Setup, falls euch interessiert. Ich weiß gar nicht, wie das heißt, aber das ist das Keyboard von Apple. Es gibt, glaube ich, nur eins Magic Board oder sowas heißt das. So, dann haben wir hier... Was liegt da? Ja, da kommen wir gleich zu. Dann haben wir hier einen Monitor. Hier ist normalerweise das MacBook angeschlossen, einfach mit einem HDMI-Kabel. Und dann arbeiten wir hier so vom Monitor. Hier auch die Magic Mouse von Apple. Und hier, wie ihr gerade schon gesehen habt, wie Max angesprochen hat, haben wir das Auto, was wir uns ziehen wollen. Ja, das Leute auch, von der Serie vom Kia zum Supercar wissen Bescheid. Genau. So, das ist auch mehr oder weniger der Sinn der Serie, wo wir halt alles dokumentieren, wegen diesen Autos. Genau. Und hier Notizbuch, auch sehr cool, das liegt hier beim Arbeiten immer. Danke übrigens an Sakko, der uns das geschenkt hat, vielleicht siehst du das Video ja auch. Da schreibe ich immer mal wieder einfach so Gedanken rein, während dem Arbeiten oder irgendeine To-Do, die mir gerade in den Kopf kommt, schreibe ich da auf, damit ich das auf jeden Fall nicht vergesse. Jetzt kommen wir zu deinem, dein kannst du am besten selbst erklären. Genau, hier MacBook, warum liegt da das MacBook nicht? Weil wir halt nach Marbella fliegen jetzt.
für ein paar Tage. Da werden wir einfach ein paar Connections schließen und die Zeit genießen, in der Sonne ein bisschen noch. Genau, deswegen nehmen wir nur ein MacBook mit. Dann hier das zweite Auto. Genau. Wir wollen uns übrigens beide gleichzeitig kaufen. Also es wird nicht nur das sein, es wird das sein und das sein. Und halt am besten auch gleichzeitig. Am besten auch gleichzeitig, immer schön als Motivation. Ansonsten Setup gleich, Magic Mouse, Magic Keyboard, gleicher Monitor. Yes. Simpel. Und dann haben wir hier rechts unser Whiteboard, da schreiben wir am Abend immer die To-Do-Liste drauf auf. Und ja, sehr simpel. Was ganz cool ist, wir haben hier unseren Balkon. So, ist gerade noch ein bisschen kalt. Deswegen aber, haben wir die auch noch nicht benutzt. Ja, die haben wir so unnötig gekauft. Aber ist eigentlich ganz cool. Abends vor allem auch hat man hier so eine schöne View, wo halt alles leuchtet. Wir sind jetzt ziemlich nah am Fluss, ist eine ruhige Gegend. Wir sind hier in einer sehr, sehr guten Gegend. Dementsprechend wird der Mietpreis wahrscheinlich den einen oder anderen von euch überraschen. Kommen wir aber gleich zu. Jetzt gerade noch zu einem sehr, sehr wichtigen Part. Wir sind gerade in einer Phase, wo, beziehungsweise ich muss gerade sehr, sehr viel auf Ernährung und so weiter achten. Ich bin gerade in meiner Transformation drin, bin schon gut weit gekommen, aber eben noch nicht fertig. Dementsprechend passiert hier viel auch Arbeit. Ja, hier wird clean gekocht. Hier haben wir unsere Küche. Ich kann mal den Kühlschrank zeigen, der ist gerade ziemlich leer tatsächlich. Genau, weil wir halt auch wegfahren. Ja, dementsprechend fliegen. Wollten wir da nicht so viel drin haben. Aber da ist eigentlich immer zu 80% Fleisch drin. Dann hier, keine Ahnung, ob es jemanden juckt. Backofen, haben wir gar nicht benutzt. Hier haben wir unser Wasser drin, Schränke, keine Ahnung, Herd. Abzugshaube, ich muss sagen, diese Abzugshaube ist wirklich der letzte Müll. Die ist so stark, wenn wir die anmachen. Und überall Vakuum. Die Tür platzt auf, weil hier gefühlt so ein Vakuum drin gezogen wird. Man wird hier, der Druck auf den Ohren geht weg. Also das ist richtiger Quatsch. Auf jeden Fall. Genau, sonst, ich wollte gerade den Müll schmeißen, ist kein Tüte mehr drin, egal. Also, das war's eigentlich von der Wohnung. Ich weiß gar nicht, wie viel Quadratmeter hat die? Boah, ich glaube 100. 100, Mann? Ja, okay, 100, sagen wir circa 100. Das ist okay, jeder hat ein Schlafzimmer, Bad, Dusche. Ganz entspannt, so ist gemütlich hier. Auf jeden Fall, fühlen uns hier gut zu Hause und ja, was zahlen wir Miete? Das wird sicher den einen oder anderen interessieren. Wir haben ein kleines Downgrade von der Miete her gemacht. Wir haben vorher die Wohnung, in der wir gelebt haben, kann ich euch hier mal verlinken in der Infokarte, ich hoffe, das geht. Da haben wir knapp 3.000 Miete gezahlt. So, und jetzt sind wir 1.000 hier runtergegangen und zahlen 2.000 Miete. So, wird jetzt vielleicht den einen oder anderen überraschen. Für 2.000 könnte man sicher auch ein Haus oder sowas finanzieren. Aber ja, wir sind hier nur ein paar Monate, deswegen geht es auf jeden Fall klar. Und die Lage macht es auch, warum der Preis halt so hoch ist. Und ansonsten war es das. Ich denke, mehr gibt es zu der Wohnung nicht zu sagen. Noch zu der Lage halt noch. Wir haben hier 5 Minuten entfernt einen Friseur, da wo wir hingehen können. Wir können immer Essen bestellen, das heißt, Supermarkt ist eigentlich nicht so wichtig. Das heißt, es wird immer der Einkauf geliefert. So, und Gym ist hier auch so 10 Minuten spazieren von entfernt. Also das geht auch voll fit. Und die Lage ist halt... Innenstadt auch nur 5 Minuten. Ja, Innenstadt nur 5 Minuten entfernt. Also hier ist es ganz entspannt. Falls euch interessiert, was hier passiert, ja, wir dokumentieren das Ganze sehr, sehr transparent in unserer Serie vom Kia zum Supercar, dann zieht es euch sehr gerne rein. Wir haben jetzt mittlerweile knapp 50 Folgen schon hochgeladen, kriegen da 2000 Views drauf. Also unsere Community ist auf jeden Fall aktiv am Start. Und in diesem Sinne, haut rein. Für uns geht es jetzt nach Marbella. Zieht durch. Beenden wir damit einfach die Roomtour. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da, schreibt einen Kommentar, wie ihr die Wohnung findet. Und wir sehen uns im nächsten Video.